Natürlich hat sich auch Luna den neuen Fingerloom besorgt. Und heute will ich euch zeigen, wie ihr damit zum ersten dieses Fischgrätenarmband machen könnt und zweitens nicht mit einem C-Clip, sondern ganz einfach mit einer Perle verschließen könnt. Hat den Vorteil, dass es weniger wie ein Verschluss aussieht, sondern einfach nochmal so ein Deko-Element ist. Zuerst überlegt ihr euch, welche Farbe ihr haben wollt. Wenn ihr das Armband so haben wollt wie ich hier, dann beginnt ihr einfach mit der Farbe Rot, wechselt zu Orange, dann Gelb, Grün und zum Schluss Blau. Ich beginne mit einem gefälschten Gummiband, weil das ist es mir ganz einfach nicht schade, weil ich werde das nämlich am Schluss kaputt machen. Und deshalb finde ich es doch ein bisschen schade, ein originales Rainbow-Loom-Gummiband dafür zu verwenden. Also das erste Gummiband, was wir verwenden, spannen wir auf zwei gegenüberliegende Stifte, und zwar so, dass in der Mitte ein Kreuz entsteht. Sieht dann so aus. Und dann beginnen wir mit meiner ersten Farbe. Ich werde diesmal normales Gelb und Neongrün verwenden. Das nächste Gummiband, also das zweite, spannt ihr wieder über das erste, ganz normal drüber. Und dann müsst ihr noch ein zweites, ich nehme jetzt schon meine zweite Farbe, einfach drüber spannen. Und jetzt habt ihr hier drei Gummibänder auf jeder Seite. Und das untere Gummiband nehmt ihr und spannt ihr über den Stift drüber und lasst es einfach los. Dann den Fingerloom umdrehen, andere Seite genauso. Das letzte Band, in dem Fall ist es jetzt das gefälschte, einfach rüberlegen und über den Stift spannen. Ich nehme jetzt ein zweites Mal grün. Einfach wieder ganz normal drüber spannen und dann wieder das unterste nehmen und über den Stift ziehen. Fingerloom umdrehen und das unterste wieder über den Stift ziehen. Ich nehme jetzt wieder gelb, einfach wieder ganz normal drüber spannen, das unterste Gummiband hochziehen und über den Stift. Andere Seite auch, letztes Gummiband hochziehen und über den Stift heben. Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr die richtige Länge von eurem Armband erreicht habt. Zwischendurch immer wieder mal probieren, ob ihr auch schon die richtige Länge habt. Wie ihr seht, ich brauche ja noch ein Stück. Dann mache ich noch mal weiter. Wenn es dann so aussieht ungefähr, dann ist es eigentlich auch schon genug. Dann nehmen wir einen Haken, gehen hier durch die Schlaufe durch, holen das Band, die beiden Bänder runter und durch die anderen beiden und ziehen das vom Fingerloom ab. Dann sieht es jetzt erstmal so aus. Schwuppdiwupp. Und jetzt suchen wir uns eine Perle. Was nehmen wir denn? Gelb? Grün? Ich glaube, ich nehme grün. Nehme ein Gummiband, schiebe es durch die Perle durch. Einen zweiten Haken. So sieht es jetzt aus, dass die Perle sitzt auf dem Gummiband. Jetzt geht ihr durch die beiden Schlaufen durch, zieht die erste wieder durch die letzte Schlaufe. Jetzt habt ihr die Perle fixiert. Ihr könnt ein bisschen anziehen, dass es fest ist. Aufpassen, dass es auch dort bleibt. Oder ihr könnt es auch über den Finger legen. Nehmt jetzt euer Ende vom Armband, zieht die Lasche, die ihr jetzt auf dem Finger habt, durch die vier Gummibänder durch und gebt den Finger aus der Lasche und jetzt sieht es erstmal so aus. Hier ist die Perle, hier die Lasche. Und jetzt nehmt ihr einen zweiten Haken und sucht euch die letzten beiden Gummibänder hier mit Ausnahme von dem gefälschten. Das heißt, die vier Gummibänder, wo das gefälschte Band jetzt eigentlich zusammenhält, die vier Gummibänder wollen wir auf unserem Haken haben.
sollte dann so aussehen. Hier ist das gefälschte und die vier Gummibänder habt ihr am Haken. Jetzt schneidet ihr das gefälschte durch, nur das gefälschte, und zieht es ab. So, weg damit. Die Schlaufe, die wir jetzt auf unserem zweiten Haken haben, wo die Perle ist, die holen wir uns jetzt auf den anderen Haken, wo die vier freien Gummibänder noch sind. Das können wir hier runtergeben. Und jetzt ziehen wir die Schlaufe von der Perle durch die letzten vier Gummibänder hindurch. Und dann haben wir es gleich geschafft. Jetzt legen wir die Schlaufe, die wir am Haken haben, auf unseren Finger. Und wickeln die Lasche jetzt dreimal um die Perle. Also 1, 2, 3. Jetzt könnt ihr die Perle noch zurechtzupfen, so wie ihr sie gerne haben wollt. Entweder so drehen oder so, wie ihr das gerne möchtet. Und dann ist euer Armband auch schon fertig. Und ich finde, ganz ehrlich, das sogar ein bisschen hübscher als wie mit einem C-Clip, weil ich hatte, und ich habe immer Pech, wenn es um solche Sachen geht, immer das Problem, dass ich den C-Clip verliere, dass es dann einfach aufgeht und mir jedes einzelne Gummiband verloren geht. Und das finde ich doch ziemlich schade. Und jetzt habe ich mit meiner Mom diese Technik hier ausgetüftelt und ich finde, das sieht wirklich, wirklich hübsch aus und sieht nicht nach Verschluss, sondern einfach ein schönes Deko-Element. Jo. Ich hoffe, euch hat das Video wieder mal gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!